Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Ravenhurst. Eine große Horde ist hier. Die FPS gehen in den Keller, das ist immer ein gutes Zeichen. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen mit dem Messer hantieren. Ich hoffe. Ups. Oh, zielen mit dem Messer muss ich auch noch üben. Vielleicht sollte ich hier vorher anknetschen mit Pfeil und Bogen oder so. Man weiß es nicht. Oh, zwei Messerstiche. Oh. Es funktioniert, das Messer. Ups. Oh ja, wenn das Messer trifft, kann man damit arbeiten. Die ganze andere Horde zieht weiter. Alter, Vater, was ist denn mit diesem... Was ist denn mit diesem Messer los? Kopfplatzen 1000. Was ist denn... Ich muss noch lernen, mit Messer und Gabel zu essen. Geht auf jeden Fall. So, warte mal, wir machen mal hier die Quest aktiv. Ditte. So, 7 von 50 haben wir schon. Ey, Leute, wartet mal. So, hier werden wir noch ein bisschen was trinken. Ich hätte einen Kaffee oder ein Bier reinziehen müssen, dann habe ich ein bisschen mehr Ausdauer, weil das geht ja auch nicht mehr so. Hallo, guten Tag. Kommen Sie doch mal her. Alter Vater. Das ist ja teilweise ein One-Hit-Wonder, das Ding. Aber man kann nicht meine Blunt-Weapon-Fähigkeiten noch irgendwie erhöhen. Wo ist denn das? Lay down hier, Melee. Block Damage 30. 3 Punkte, ich habe nur 2. Okay, es wird nichts. So, wer will als nächstes? Ich hole mir mal welche. So. Müsste reichen, dass hier ein paar aufmerksam werden. Kommt mal her, Leute. Auch mal ein bisschen was. Immer ein Messer. Echt gutes Messer. Also wirklich, was ich bis jetzt gesehen habe. Machen wir hier erstmal ein Hazmat-Zombie. Na du? Soll ich einen Vogel? Oh. Guck mal. Ich gebe mal einen Pfeil wieder. Guck mal hier, ey, was das Ding für einen Schaden austeilt. Zwei Stiche beim 800er Zombie. Gut, ich hatte mit dem Pfeil noch ein bisschen behakt. Kann ich meinen Pfeil wieder haben, bitte? Alter Vater. Junge, 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 Junge. Ups. Sehr nice. Nur mit dem Treffen ist so ein bisschen schwierig, ne? Da musst du mit der Power-Attacke musst du schon direkt drauf sein. So. Wo ist denn der Rest denn? Sind die alle geflüchtet? Ey, ich hab doch noch was vor mit euch. Sind die jetzt alle weg? Ey, wartet mal. Ihr habt eure Kumpels vergessen. Da ist noch einer. Da ist noch... Na, gegen den Stein. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir. Zwei Stück sind das noch. Schade, es waren so viele. Und jetzt sind die alle abgehauen. Naja, selbst unter Zombies. Die Wildcourage kennt ihr nicht, ne? Einfach abhauen. So, den oben haben wir noch weg. Den Hazmat. Ziemlich gut Punkte, der Kerl. Wo sind denn deine Kollegen hin? Er war doch hier gerade noch in einer großen Gruppe unterwegs. Alter Vater, Messer ist ja super. Doch hier hoch. Warte mal, ich guck mal, ob die noch hier oben sind. Einmal. Die Dame noch. Du noch. Da war noch einer, oder? Da hinten ist noch einer. Erst den Pfeil wieder geben, bevor du stirbst. Alter Vater. Was ist das hier? Ein Katana? Eine Wiesat? Ein Blablabla-Dolch. Eieieiei. Ein Kopf nach dem anderen.
Das ist ja echt der Hammer, das Ding. Da gehst du ja durch die Zombies durch. Ein Tanto. Es wird auch langsam Nacht. Es wird Nacht. Aber ein paar Zombies haben wir. Guck mal, 20 haben wir schon. Oder sagen wir 19 hat man damit. Wir haben immer noch keine Fossilien. Aber das machen wir jetzt noch. Da sind sie doch im Wald. Verstehen sie doch. Komm mal her, Jungs. Und du noch? Du hast mich schon gesehen, ne? Oder die hatte ich, dich hatte ich schon angeschossen. Was ist mit dem da hinten? Ah, siehst du? Sniper Minias. Ich hab den Auto-Aim-Bot, habe ich installiert. Oh. Geschenk lässt er da. Guck mal, Forged Iron, das ist doch nett. Wenn man überlegt, dass früher jeder Zombie... Oh, das tut mir leid. Das sieht nie gut aus. Ey, ey. Das tut mir wirklich leid. Oh. So weg, du bist. Was ist mit dir los da hinten? Kommt der. Kommt sie hierher? Ja, sie kommt. So, 23. Haben wir auch. Da sind doch noch welche, gucke an. Hinter mir? Nö. Wie haben wir denn? 19 und 22, muss man sich aufpassen. Eieieiei. Diese Kopfplatzer und Körperteilabtrennereien, das kenne ich nur. Kenne ich wirklich nur aus der. Kenne ich nur aus der. Fantasy Mod, da war das doch so, weil das auf 17.3 basierte und 17.3 irgendwie hat dann diese, die machen wir jetzt alle, hätte diese Animation wieder mehr drin im Vergleich zu früher, weil früher war das ja mal eine Zeit lang eine ganze Zeit drin. Okay, da war noch jemand, aber das nehmen wir jetzt einfach mit hier in die Zombies, das ist ja wunderbar. Gib mir die Pfeile bitte wieder. Vater. Das Ding ist ja genial. Super. Du noch? Da muss ich aber noch weiter nach Fossilien buddeln. Da muss ich aufhören zu spielen hier. 30 Kills. Da wünsche ich mir echt wieder eine Horde. Das lohnt sich ja derbe. Das ist super. Nettes Messer. Guck mal, kaum abgenutzt. Auch schön haltbar. Die Klinge ist zwar tief schwarz. Echt nett. So, jetzt ist die Frage. Unter Tage weitermachen. Was haben wir denn? 1946. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier haben wir uns reingebuddelt. Man kommt aber raus, jo. Haben wir noch eine Fackel dabei? Haben wir. Komm, gib mal auf Fossilien. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Fossilien-Quest. Wir sind doch im Wald, oder? Sind wir im falschen Biom? Noch ein Waldbiom, meine ich. Warte mal. Moment. Hier geht's.
So, 20.08 Uhr. Es ist halt die Frage, ob ich das hier wirklich finde. Gut, ich meine, auf den Ressourcensteinen oberhalb, diese großen, kam ja auch nicht viel mehr bei rum, ne? So, ich muss mal die Axt reparieren. Jetzt sofort. Es hieß im Steinboden. Aber sind wir hier im Forest-Biom? Ich würde sagen, ja. Auch grün. Ist halt so hart, ne? Nicht nur eine Fossile noch gefunden. Oder habe ich es übersehen? Ne, wir haben keine. Wir haben diese Pristine und diese normale Fossile. Wir brauchen davon noch 4 Stück. Wenn du überlegst, dass für die eine Quest brauchst du 20 Fossilien, dann ist das völlig beknackt. Keine schöne Quest, würde ich hier rausnehmen, aber brauchst halt, um dieses Gesamtquest abzuschließen mit diesen verschiedenen, Dachgarten etc. Ich verstehe das auch nicht, dass hier nichts rumkommt. Also diese Fossilienquest mag ich nicht. Habe ich schon erwähnt? Ich glaube ja. Und ihr so? Könnt ihr verstehen, wenn ihr hier vorspult? Spult doch einfach mal vor. Fossilie. Fossilie und ich habe vorgespult. Oh nein. Vielleicht kommen die ab einer gewissen Tiefe. Da war eine Fossilie. Okay, nice. Ist halt die Frage, ist es die Tiefe oder ist es wirklich per Zufall in den Steinen drin? Weil das ist ja gefühlt, nach wie viel Kilo Stein ist es ja die erste Fossilie. Okay, krass. Dunkel hier, oder? Ich glaube, ich werde noch ein paar Fackeln machen. Boah, ist eine ätzende Quest. Ich markiere jetzt nochmal die Quest Archäologie aktivieren. 2 haben wir. Treffe ich manchmal nicht die Stelle. 5 Stück, also
3 Stück würde mir ja schon reichen, dass wir hier endlich mal weiterkommen. So, 21:18. Ich glaube, ich mache mir jetzt gleich mal hoch. Dann gucken wir noch mal ein bisschen, was wir noch an Quests machen können. Ich habe keinen Bock mehr, hier Sachen zu kloppen. Ich muss auch mal was essen. Na? Na? Das war anscheinend wirklich Zufall. Naja, XP-Riesel rein, ne? Construction Tools werden geskillt. So schlecht ist es jetzt auch nicht, das hier zu kloppen. Nur ein bisschen langweilig beim Zuschauen. So, ich gehe jetzt rüber. 21:36 muss reichen. Das Ding mal noch weg. So. Die Fackel können wir hier unten lassen. Güldener Morgen. Naja, 2 von 5. Was eine Arbeit. Wieso spawnt ihr hier immer? Ach, das offen! Das offen! Okay, ich gehe mal schnell nach oben. Wir müssen Rebar Frames machen, habe ich jetzt gerade beschlossen. Beton besorgen. Das geht ja so nicht. Das ist ja blöd. Das ist ja komplett offen, das wusste ich gar nicht. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Ich habe halt nicht um die Ecke geschaut, ne? So, hier fehlt noch Brennmaterial drin. Okay. So. Ich hatte doch hier noch so eine Munitionskiste. Weißt du was? Da werden wir jetzt hier eine über der Forge platzieren. Und dann kommt in diese Forgerei rein. Gut, Fossilien haben wir nicht. Dann schauen wir mal weiter. Also, Survival Journal. Das sind das mit, da müssen wir diese 5 Fossilien haben. Dann können wir nämlich Archäologie-Chapter fertig machen. Wir müssen ein Lockpick machen. Da brauchen wir wieder Fossilien. Das ist echt blöd. Craft a Farm Table. War das Farm Table? War das Farm Barrel, Farm Table? Schrauben und Planken. Schrauben. Und, Quatsch, hatte ich hier rein. Planken. Farm Table. Kann ich wieder nicht. Weil ich 250 Scrap Iron brauche. Warte mal, da habe ich mir was aufgehoben. Da hatte ich doch hier, genau. Table. Sehr geil. Ich meine, da wollten wir ja sowieso hin, ne? Richtung Farming.
3, 2, 1, go. So, so. So. Alter. Wow, okay, das ist auch ein bisschen größer. Wie viel Platz nimmst du denn ein? Ist hier dazwischen? Jo, du passt dazwischen. Ich hätte aber gern ein bisschen Licht. Hätte ich denn kein Mining-Helm? Mining-Helm sollte ich mal machen. Bist du richtig rum, wenn ich dich jetzt hier abstelle? Sitzt du dann? Ich glaube ja. So, da haben wir den Farming-Table. Wir brauchen hier mal ein bisschen Licht. Haben wir noch eine Fackel? Komm, wir machen ein bisschen... Wir machen ein bisschen Licht. Ich glaube, da braucht man Fett und Stoff oder sowas. Und ein bisschen Stoff. Wo haben wir denn Stoff? Dockday Challenge, die könnte mir auch gestohlen bleiben. Wo ist denn... Habe ich das hier rein? Jo. Torch. Low Heat, Medium Heat, Torch Throne. Fast Burning Torch, Slow Burning Torch. What? Das ist so eine... Okay. Okay, naja. Ach, guck mal hier, wir haben eine Sense bekommen für die Quest. Nicht schlecht. Sind wir Gevatter tot? Okay. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Frame... War das so geschrieben? Rebar Frame? Genau. Da brauchen wir eine ganze Menge Clay. Machen wir das doch mal so. So. Da. Alles klar, dann machen wir hier mal ein bisschen Licht. Guck mal. Ist es nicht hübsch? Ist das so oder ist das doof? Das ist doch gut. Ziemlich duschter, ne? Die machen nicht sonderlich viel Lichter, die Fackeln. So, die heiße Bandsäge. Jo. Aber schick. Mit Gießkanne, allem drum und dran. So, dann aktivieren wir uns mal diese Quest hier. Logging Fossils Farming Journal. Also, Craft Flex Sapling. Können wir nicht. Warum? Warum geht das nicht? Habe ich irgendein Rezept jetzt übersehen? Ach, scheiße, Illness. Hab's gewusst. Oder geahnt. Wieso kann ich das alles nicht, das Farming? Muss ich das noch skillen? Ich hab ja Skill Points, wunderbar. Farming. Farm. Farm Production. Raised Chicken. Rain? Brauche ich das? Noch was anderes? Ist das Farm Production oder ist das auf Tiere bezogen? Will unlock the farm table. Ja, das ist der Farm Table. Dann wird das diese Kategorie sein. Survivalist Level 4. Okay, dann müssen wir hier einen Punkt drauf geben. Und dann auf Farming. Brain Processor, das wird es wahrscheinlich sein, oder? Nee, ist es nicht. Habe ich hier irgendwie was? Das ist der Blitz Defense. Wir haben noch die Seed Packs. The Seed Suit must predict trench field. What? To plant all seeds, you must first dig a trench and fill it with water first. Crops will not grow without water.
Verstehe ich nicht. Was sagt denn die Quest dazu? Time to get running. If you're raising animals, you need to flax to feed them. Ja, würde ich gerne machen. Warum? Hier habe ich die. Die anderen kann ich auch alle nicht craften. Was denn das für ein Skill? Ist das Seedling oder sowas? Gibt es eine Quest, die Seed heißt? Nö. I don't know. So, können wir hier Rebar Frames draus machen? Wir brauchen ein paar. Oh. Anvil required. Wir müssen wo kommt denn der Anvil rein? Oder stellen wir den einfach hin? 4 Minuten 30, um einen Anvil herzustellen. Na gut, dann kommt das erst nächste Folge. Gell? Der Farmseed Table, den ich nicht weiß, wie ich das mache. Na gut, wir sind am Ende einer Folge. Ich lasse es sich mal durchlaufen. Was essen, was trinken können wir schon mal derweil. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Wir müssen auf jeden Fall kochen, deswegen müssen wir farmen. So. Goodie. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen angeln gehen oder solche Sachen. Mal gucken. Ja, mal schauen. Also, bis zur nächsten Folge von Ravenhearst. Macht's gut bis dahin. Tschüss.